Guten Morgen, wie ihr seht, ich bin wieder auf Anfang, wieder in Wertheim. Ich bin wieder gut angekommen hier, bin entspannt wieder zurückgeradelt. Ja, es gab nichts Besonderes, keine Zwischenfälle, dasselbe zu sehen. Ja, zwei Übernachtungen habe ich gemacht, also in anderthalb Tagen habe ich es geschafft hierher. Zweimal nochmal im Zelt, ich habe es auch noch zweimal aufgebaut gekriegt, trotz gebrochener Stange. Aber es ging, sah nicht mehr so perfekt aus, aber egal, funktioniert hat es trotzdem. Ja, das Wetter ist weiterhin richtig klasse, Sommerwetter, ja, ein richtig schöner Morgen wieder. Ja, und was habe ich heute nochmal vor? Warum stehe ich hier? Ja, ich möchte noch eine kleine Abschiedsrunde drehen, denn heute ist Abreisetag hier. Ich werde mit dem Auto heute nach Hause fahren, aber wozu gleich morgens losdüsen, wenn ich heute Morgen noch, heute Vormittag hier noch eine schöne Runde drehen kann. Ja, und ich möchte nochmal in den Spessart da drüben. Hier ist ja auf der Seite des Mains. So eine kleine Runde drehen. Ich werde erstmal noch so 10 Kilometer runter den Main fahren, dann die Straße hoch, rein in den Spessart, hoch, runter, kleine Schleife und dann wieder zurück an den Main und wieder hierher. So 50 Kilometer nochmal ganz entspannt, ja, ganz entspannt ein bisschen hoch und runter wird es gehen. Ja, und das Fahrrad habe ich abgepackt. Hier parkt nämlich auch mein Auto. Nur noch eine Tasche dran. Nur noch was Nötigste, so was man braucht. Ein bisschen Verpflegung, ein paar Getränke. So den Luxus, den ich mir hier leiste. Ja, und das soll auch so ein kleines Fazitvideo werden über meine tolle Reise hier. Ja, das gehört sich ja schon fast so. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden tollen Bildern, hoffe ich doch. Also, viel Spaß. Jetzt habe ich die Kilometer überbrückt, die ich hier am Main fahren wollte. Ich bin in der Höhe Faulbach. Da geht es gleich ab, rein in den Spessart. Ja, jetzt wollte ich vielleicht das erste ansprechen. Wie ist überhaupt zu dieser Reise, diese Tour gekommen? Ja, ich habe eigentlich geplant, am Anfang des Jahres alles, was ich so an Urlaub haben will, eingereicht, alles genehmigt, alles gut. Ja, und eigentlich war geplant, ja, diesen September, dieses zwei Wochen in den Alpen zu verbringen, rüber nach Italien. Irgendwo eine Riesenrunde, einmal rüber, einmal wieder zurück. Irgendwie sowas wollte ich machen. Ja, und dann kam natürlich das Ganze durcheinander. Alles war vorbei. Ja, dann war es wieder auf. Ja, da hatte ich viel gedacht, da geht doch wieder. Aber jetzt ist ungefähr die zweite Welle sozusagen davon. Das war alles ein bisschen heikel. Ja, dann habe ich ein bisschen umgeplant. Habe ich zwei große Runden mal geplant für diese zwei Wochen. Eine in Österreich durch die Berge. Ja, ein bisschen raus. Und noch mehr will ich nicht erzählen, die will ich wahrscheinlich vielleicht trotzdem mal fahren, weil die wirklich ein bisschen auch sehr schön ist. Und diese hier an diesen Flüssen. Ja, und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht Alpen ist ja echt schön oder doch nicht, was alles ein bisschen durcheinander ist. Österreich geht vielleicht. Habe ich nochmal auf Instagram eine Abstimmung laufen lassen. Die haben gesagt, fahr in Deutschland, an den Flüssen. Okay, habe ich mich dann auch durchgerungen. Fand ich auch ganz toll hier. Ich habe es gut gefunden, denn doch, dass ich das gemacht habe, weil in Österreich ist inzwischen was passiert. Ja, ich wäre durch Wien gekommen und seit gestern ist das Risikogebiet. Also habe ich hier alles richtig gemacht. Hier gab es natürlich auch ein paar Punkte, so wie Weiden war ein bisschen erhöht und jetzt zurzeit ist es Würzburg, wo ich durchgekommen bin, aber alles ist okay. Ja, deswegen bin ich diese Runde gefahren, um am Ende
bin ich auch glücklich, es jetzt so gemacht zu haben. Es sollte so sein und es war auf gar keinen Fall ein Fehler. Ja, zu den Wegen, die ich jetzt abgefahren habe, an Tauber, an Altmühl, an Donau, an der Naab und am Main, kann ich alles eigentlich allgemeinen. Es war alles wunderbar, es war top ausgeschildert. Ich hätte gar kein Navi gebraucht. Also wenn man ein bisschen aufpasst, sieht man alle Schilder. Selbst wenn man eine Strecke immer nur geradeaus geht, dann kommt zwischendurch mal ein Schild, ja, Sie sind hier noch richtig geradeaus weiterfahren. Also das war absolut perfekt. Und der Untergrund, Asphalt wie hier, ja, Schotter natürlich, teilweise natürlich an Landstraßen auch. Ja, hauptsächlich an der Naab, da war es ja nicht so ganz ja, ausgebaut. Aber trotzdem war sehr gut. Ja, ich fand die alle ganz toll. Ja, an der Naab hat vielleicht mal gestört, dass da immer die Autobahn war, aber irgendwie war es auch wieder interessant, die Leute da vorbei zwischen zu sehen. Naja, es war einfach alles toll. Also ich will jetzt nicht alles über den grünen Klee hier loben, aber es war echt klasse, es war gut ausgebaut. Der Belag war natürlich immer mal wieder ein paar Schäden drin. Ja, Wurzelschäden gibt es ja immer mal, aber im Großen und Ganzen war es super, bis auf, ja, kurz vor Schluss Hanau, so die Gegend. Da war es doch verstärkt. Bisschen, ja, sie haben schon einige Stellen abgefräst. Vielleicht kommt das ja nochmal. Das war so ein paar Kilometer, da war es echt, hat es richtig genervt. Aber soweit, so gut, es war echt top. Und die Umleitungen waren auch gut ausgestellt, bis auf die eine ganz oben am Main. Da hätte man über den Berg müssen. So eine Also mit dem Gepäck so eine ganz steile, die loszuschicken. War schlecht, aber was soll man machen? Die Bundesstraße war doch stark befahren. Abwärts ging es auf jeden Fall. Da bin ich auch schnell runtergefahren und dann war auch gut. Aber bergauf, wenn man da schleicht und die LKWs kommen dann angesaugt. Das wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Da müsste man natürlich die Umleitung fahren. Aber soweit war es echt top. Also alles zu empfehlen. Ja, und jetzt geht's weiter für mich. Jetzt fahre ich rein in die Berge. Ich habe jetzt mit dieser Rückfahrt von der Mündung hierher und alles mögliche sind jetzt gleich 1400 Kilometer drauf, 1400 und jetzt fahre ich noch extra eine Runde durch die Berge. Ja, ich sage es ja, man wird eher fitter nach so einer langen Reise als kaputt. Also, dann geht's jetzt weiter rein in den Spessart. Jetzt bin ich schon ein paar Kilometer drin. Ja, sehr einsam hier. Ich fahre gerade hier so eine Landstraße hoch. Kaum ein Auto. Richtig schön ruhig. Das war da unten am Main natürlich ganz anders. Ich war gerade hier an so einem Ort vorbeigekommen. Auch nicht viel los. Alten Buch, glaube ich, heißt er. Also echt herrlich. Genauso habe ich mir das hier vorgestellt. Für mich echt wunderschön. Genauso hat sich es auch dargestellt. Jetzt bei der ganzen Strecke. Ja, und ja, meine Streckenlänge habe ich so ein bisschen nach den Campingplätzen eingerichtet. Ja, die kamen immer so circa alle 20 Kilometer war da dann einer. Oh, da, ich habe so gewählt, zwischen 100 und 120 habe ich dann gewählt, je nach Höhenprofil. Ja, aber es hat immer super geklappt. Ich habe auch immer ein Plätzchen gekriegt. Für Wohnmobile wäre es echt schwierig schon gewesen, trotz der Zeit jetzt nach den Ferien. Ja, und ja, für ein Zelt war immer Platz, waren echt schöne Campingplätze dabei, eigentlich kaum einer, der da rausfällt, negativ.
ja, vielleicht der letzte, der kleine, da fand ich jetzt nicht so gut. Man war richtig auf dem Präsentierteller, nur so ein kleiner Zaun rundherum, da sollte man ein Zelt aufbauen. Und die sanitären Anlagen waren auch, naja, nicht mehr auf dem neuesten Stand, schon heruntergewirtschaftet, aber trotzdem war es gut da zu sein. Ja. Alle anderen waren eigentlich ziemlich top. Die ganzen Übernachtungen, ja, mit dem Zelt hat ja eigentlich ganz super geklappt, bis zum Schluss, dass es dann doch noch kaputt gegangen ist. Ja, und Highlight war natürlich in Regensburg, wo ich da in Regensburg die Bike Lounge hatte. Das war echt mal was ganz anderes. Das war richtig erholsam, eine schöne Matratze, war echt toll. Und dann mache ich das in Kulmbach, da wo ich mein Zimmer hatte. Ja, das war auch sehr schön nach dieser langen, harten Etappe über die Berge. Ja, eigentlich alles perfekt gelaufen. Also ich bin zufrieden mit den ganzen Schlafplätzen, die ich hatte. Ja, war echt, echt klasse. Also ich kann nicht meckern. Also wer das so reisen möchte auf diesen Wegen, also das kann ich echt empfehlen, ist echt gut gelaufen. Ja, und landschaftlich waren sie alle toll. Natürlich gefällt mir am besten, wenn links und rechts die Berge ein bisschen mehr zusammenrücken, so wie an der Altmühl im unteren Stück oder an der Naab oder am Main jetzt hier, so das Stück ab Würzburg bis, ach, eigentlich das ganze Stück, wo es echt ein bisschen enger zusammenrückt, wo man ein bisschen Hügel sehen kann. Das mir persönlich gefällt mir das immer am besten, weil flaches Land habe ich zu Hause genug. Aber trotzdem auch die Zwischenstücke waren alle toll. Also landschaftlich war es echt super. Ja. Und jetzt ja, geht es weiter bergan. Es geht dann glaube ich nochmal wieder bergunter und dann geht es mal wieder richtig hoch. Ja. Aber richtig schön ruhig hier. Habe ich hier ein schönes Plätzchen gefunden. Ich bin jetzt gerade hier vom Waldweg entlang, parallel zu der Straße. Wunderbar hier durch den Buchenwald. Schön dicht, schon leicht herbstlich. Wunderbar. Ja, und ich will jetzt hier frühstücken. Hier noch wieder Brötchen schmieren. Ja, dann kann ich gleich mal zum Thema Verpflegung noch was sagen. Also verhungern tut man auf jeden Fall nicht. Ich hab's auch nicht, ich bin auch nicht verhungert. Ja, statt den Kocher mitzunehmen, den hätte ich vielleicht zu Hause lassen können. Den habe ich umsonst mitgeschleppt. Ja, da war ja immer so viel Leckeres. Ja, Imbiss natürlich. Das gibt es überall in jeder Stadt. Biergärten ohne Ende. Ja. Einkaufsläden auch überhaupt kein Problem. Teilweise echt immer direkt am Weg. Schnell ran, einkaufen, Eisdielen. Alles habe ich mitgenommen. Ja, im Urlaub ist das halt so bei mir. Ja, das Essen gehen, das gehört zum Urlaub dazu. Nichts selber machen. Einmal habe ich gekocht. Aber das war ja echt Quatsch. Eigentlich war es Quatsch. Hätte ich echt nicht mitnehmen brauchen. Das war immer super. Auch Pausenplätze. Bänke ohne Ende. Dass an jedem von diesen Radwegen immer wieder schöne Bänke, Aussichten. Was mir aber aufgefallen ist, nicht viele waren überdacht. Also bei schlechtem Wetter war es vielleicht dann nicht so toll. Dann wird es schon schwieriger, ein schönes Plätzchen zu finden. Ja, und ich habe es immer gemacht mit einem zweiten Frühstück. Das mache ich jetzt auch. Ja, Bäcker gab es auch an jeder Ecke. Ja, also wenn man da dann seinen Kaffee haben möchte oder so, alles kein Problem auf diesen Wegen. War echt super und war sehr entspannt. Also ich bin nicht verhungert, habe aber trotzdem bestimmt nichts zugenommen. Okay, ich habe echt ein tolles Plätzchen hier gefunden gerade. Ja, mitten im Wald sitze ich auf so einem kleinen Hochsitz am Weg. Wunderbar. Und da geht es gleich weiter. Immer noch ein Stück rauf. Ich hoffe ja mal, dass ich dann irgendwann mal
eine schöne Aussicht noch mal kriege auf diesen Weg. Jetzt bin ich schon etliche Kilometer gefahren durch den Wald, auch noch ein paar extra Kilometer, weil da ist eine Verbindungsstrecke war da irgendwie nicht, naja, wenn man mit Komoot hier plant, naja, dann fehlt mal was. Aber hier ist jetzt mal eine schöne Aussicht nochmal, ich bin schon in der Abfahrt schon wieder Richtung Main. Ja, das Wetter ist heute nicht so toll, bedeckt, etwas Wind, kühl. Schon fast herbstlich und ganz anders wie die ganzen Tage, die ich sonst hatte. Ich hatte ja fast nur Sonnenschein. Ja, schön Wetter war es auf jeden Fall. Auch den einen Tag, wo es mal anfing zu nieseln, völlig vergessen. Also besser kann es gar nicht laufen. Ist echt toll, dass ich das mal hingekriegt habe, genau im richtigen Moment unterwegs zu sein, ohne Regengebiet, ohne was. War echt toll. Ja, war super klasse. Ja. Jetzt kann ich noch ein Wort verlieren zum Fahrrad. Es sieht ja wieder aus wie Sau. Ich habe es zweimal zwischendurch geputzt, aber gerade heute auch wieder viel Staub abgekriegt. Jo, aber die Technik und so hat alles funktioniert. Ja, ganz zum Schluss, diese Nöpsis, die wollen immer abfallen, wenn man das irgendwo gegenlehnt. Da kann man keinen Fahrradständer anbauen, deswegen muss man meistens immer so irgendwie anlehnen und dann fallen die hier gerne raus. Ich habe jetzt schon letztes Mal einen verloren. Zum Schluss habe ich die jetzt getaped so ein bisschen, damit die dicht bleibt. Ja, die Taschen, alles ist noch heil. Super geklappt. Ja, in den Vordertaschen, da hatte ich denn die Küche drin, die ich nicht gebraucht habe eigentlich. Auf der anderen Seite die leichten Klamotten. Ja, hier hinten Schlafsack und Luftmatratze und diverses. Auf der anderen Seite die dickeren Klamotten. Oh, und natürlich noch ein bisschen was zu essen, noch extra, was Schwereres, Bananen zum Beispiel, und ja, was zu trinken war auch meistens immer hinten drin. Ja, hier in der Tasche ist immer Handy drin, Portemonnaie, Maske muss ja auch jetzt immer griffbereit sein, hat alles so funktioniert. Ja, und hier hinten war ja noch die Satteltasche, die Arschrakete, da war dann noch die Regenklamotten drin, so ein bisschen Werkzeug, ein Ersatzschlauch und noch eine dünnere Jacke, hat alles so gut gepasst. So, hier noch mein Navi. Jo, hätte ich eigentlich nicht gebraucht, aber hat das alles immer schön aufgezeichnet. Hat alles super funktioniert und das E-Werk auch bis jetzt noch. Ja, es kriegt das immer eigentlich locker, die Handyfüllung hin. Also da ist immer was bei, aber ja, soweit hat alles funktioniert. Die Technik natürlich braucht das jetzt etwas Pflege wieder. Wie gesagt, ich habe es zweimal ein bisschen sauber gemacht, aber die Kette musste ich fast jeden zweiten Tag wieder fetten, weil es trocken gelaufen war, weil es ja so staubig ist alles. Aber es hat alles funktioniert, auch der Umbau mit meinem hier Gepäckträger. Da hatte ich immer das Zelt drauf. Das wollte ich so haben, weil wenn das Zelt nass ist oder so, dann wollte ich das nicht in die Tasche haben. Ich habe es auch noch mal extra in so einen wasserdichten Beutel getan, falls es andersrum ist, falls es regnet, dass das Zelt nicht nass wird. Ja, das konnte ich jetzt nicht sagen, ob es funktioniert hätte, aber das war halt so. Und ja, das mit dem Sattel hat mir jetzt sehr gut gefallen. So war es echt besser, weil vorher war ja bloß das Plastik hier. So hätte es nicht funktioniert. Ich wollte das unbedingt auslagern. Und das war auch richtig so. So konnte ich
auch schnell griffbereit, ist schnell auslegen, wenn ich es getrocknet habe. War echt immer schnell gut verpackt. Ja, und jetzt? Ja, jetzt geht's runter zum Main. Nochmal eine schöne Abfahrt. Ja, und dann war es das ja eigentlich auch schon. So gut wie. Es ist jetzt gerade 12, jetzt noch ein bisschen runterfahren. Sind nicht mehr viele Kilometer. Naja, dann erstmal los, ab draußen nach unten. Jetzt bin ich wieder hier unten, ja, und somit ist es auch zu Ende. Ja, die Tour ist zu Ende. Auch heute war es schön, so ein kleiner Exkurs nochmal in den Spessart. Ja, und jetzt kann ich noch zur Tour sagen, mein persönliches Highlight. Es waren hier schon die Städte Regensburg, Pulmbach, ja, aber auch Rothenburg auf der Tauber. Also das waren echt schöne Städte. Wow, da war ich echt erstaunt, wie toll das war. Ja. Und Tiefpunkt hatte ich eigentlich nicht so richtig, als diese Umleitung war bei Bischofsgrün vielleicht. Da war ich so ein bisschen sauer, dass ich da hoch sollte, aber dann doch zum Glück an der Bundesstraße gefahren bin. Das war so ein Tiefpunkt. Und zeitweise natürlich der Belach da bei Hanau mit diesen Wurzelschäden. Das war so das Minus, aber sonst bei einer Strecke von, ja, ich werde jetzt noch ein paar Kilometer zum Auto fahren, aber es sind denn insgesamt mit alles drum und dran, ja, an Kilometern sind es geworden 1445,5 Kilometer. Ich werde es dann nochmal genau einblenden, was der Tachometer sagt. Er ist ziemlich genau eingestellt. Nach GPS habe ich den gemacht, deswegen stimmt das auch. Da ist alles dabei, alle Nebenwege zum Kaufmann und abends nochmal los. Und das in 13 Tagen. 13 Tage war ich unterwegs. Ohne Pause, ohne was. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich war begeistert. Ich bin auch glücklich, diese Tour gemacht zu haben. Also das gehört dazu. Ja, ist das Jahr schon damit zu Ende? Nein, nur diese Tour. Es ist ja noch Mitte September. Ist jetzt bald Herbstanfang. Man kann noch Radfahren. Ich werde bestimmt noch irgendeine Tour machen. Ein, zwei, ich weiß es noch nicht. Ja, ich bedanke mich dann hier fürs Zuschauen der gesamten Reihe. Das kann ich jetzt sagen, es wird bestimmt tolle Feedbacks auch von euch geben, tolle Kommentare. Ja, das ist jetzt ja noch in der Zukunft von hier, aber ich bin begeistert, wie ihr auf mich reagiert, auf die Videos. Also deswegen sage ich hier danke, danke, danke für alles, was jetzt gewesen ist, die letzte Reihe, und dass ihr jetzt auch noch schaut. Ja, danke, danke, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Oder wie man hier sagt, ja, Servus. Also bis dann.
Regen oder oben, aber hier führt es nur los. Hier geht's nur los. Ach, scheiße. Jo, so schöne Karte. Scheiße. Mann! Na. Ich bin auch froh, wenn ich denn da in Sand angekommen bin. 22 Kilometer noch bis Stein. Nein, bis Sand am Main. Ja. 6 Kilometer bis Stein. Nee, bis Sand. Im Moment rollen wir. Ach nee, hier. Hier bin ich jetzt. Oh, Leute.